Und zugeschaltet ist mir jetzt Klaus Geiger. Er ist Ressortleiter Außenpolitik. Schönen guten Abend, Klaus. Grüße dich. Hallo. Ja, du hast den Aufmacher der morgigen Welt am Sonntag recherchiert und verfasst. Man kann jetzt also sozusagen schon über die Themen von morgen sprechen. Und da hat die Redaktion deine Fakten gerade eben auch bei uns auf welt.de gestellt. Demnach hält die Bundesregierung bei den Waffenlieferungen an die Ukraine ein zentrales Versprechen nicht ein. Um welche Waffen genau geht es da und um welche Mengen? Es geht ganz genau um eine Raketengattung namens Strela. Das ist eine Waffe, die man auch von der Schulter gegen Flugzeuge einsetzen kann. Da hat Deutschland vor fast 3 Wochen versprochen, 2700 Stück zu liefern. Das sollte eigentlich sofort passieren. Es hat dann aber doch länger gedauert, nämlich eben 20 Tage tatsächlich, bis man dann alles geprüft hatte offensichtlich und bis man die Waffen geschickt hatte. Aber gestern Abend sind da nicht 2700 angekommen, sagen uns unsere Quellen, sondern nur 500, die in Polen an die Ukraine übergeben wurden. Und ja, das ist natürlich nicht gerade eindrucksvoll, wenn man bei der wichtigsten Waffenlieferung, die jetzt gerade ausgestanden ist, plötzlich nur ein Fünftel davon liefern kann. Und das ist vorsichtig formuliert, nicht gerade eindrucksvoll. Das Ganze geht natürlich hier um ja, Kriegswaffen, deswegen ist das diffizil. Erklärt sich die Bundesregierung, was sagt die auf eure Nachfragen, dass diese Strela-Raketen eben nicht geliefert worden sind in der ursprünglich versprochenen Menge? Es gab ja eine kleinere Lieferung. Die Bundesregierung bestätigt auf unsere Anfrage, dass es eine Lieferung gab. Und zieht sich dann auf Geheimhaltungsgründe zurück und sagt, sie könne nicht sagen, wie viele es wirklich seien, weil diese Lieferungen als streng geheim eingestuft seien. Nun kann man sagen, okay, das ist ja wirklich sensibel, solche Waffenlieferungen. Das macht vielleicht auch Sinn, es streng geheim einzustufen. Nur hätten wir oder hätten unsere Quellen nicht die Wahrheit gesagt und es wären nicht 500 gewesen, sondern tatsächlich eine andere Zahl, dann hätte die Bundesregierung ja sagen können, Lüge weisen wir zurück, Dementi und außerdem, wir können nicht sagen, wie viel es genau waren. Das haben sie nicht gemacht, insofern kann man das als implizite Bestätigung werten. Zumal es hier eben um Waffen geht, deren Zahl sozusagen schon rausgegangen ist. Hier ging es ja jetzt nicht zum Beispiel um Kampfjets aus Polen. Aber Klaus, was taugen denn überhaupt diese Raketen? Die kommen ja aus alten Beständen der NVA, der Nationalen Volksarmee der DDR. Sind die überhaupt noch wirklich sinnvoll, alle einzusetzen in diesem Krieg? Ehrlich gesagt ist das aus meiner Sicht nicht die entscheidende Frage. Im Moment kann man nur spekulieren, warum es so wenige sind. Vielleicht sind sie alle im Eimer, die meisten, und man kann sie nicht mehr richtig einsetzen. Und die 500 sind die, die gerade noch irgendwie brauchbar sind. Könnte sein, keine Ahnung. Viel entscheidender als die Frage, ob diese Waffen einsetzbar sind, ist ja, in welchem Zusammenhang man das Ganze jetzt sehen muss. Wir hatten am Ende Februar die Zeitenwende-Rede von Olaf Scholz, wo man dann auch gesagt hat, okay, in Deutschland haben wir jetzt eine neue Situation. Wir rüsten auf, wir statten die Bundeswehr aus und wir stehen an der Seite der Freiheit, an der Seite der Ukraine. Und wir liefern jetzt Waffen, was wir jahrelang abgelehnt haben. So, dann hat man relativ schnell eine erste Lieferung gemacht, hat sich da relativ ja, dafür feiern lassen. Und dann wurde es ruhig. Dann hieß es, als nächstes kommen diese 2700 Strela. Ja, also das ist jetzt nicht, dass irgendwie diese Strela-Raketen irgendwas ganz Besonderes oder irgendein kleiner Teil einer großen Lieferung sind. Das ist der Kern der zweiten Lieferung. Und nach diesem 3. März, als diese erste Lieferung war, ist nichts mehr passiert. Wir haben 3 Wochen nichts gemacht und jetzt liefern wir ein Fünftel vom Versprochenen. Und das soll jetzt die Zeitenwende sein. Da kann man durchaus einige Fragezeichen hinterstellen. Klaus Geiger, Ressortleiter Außenpolitik der Welt, ganz herzlichen Dank. Und natürlich mit dem Hinweis, dass alle Informationen über diese Waffenlieferung auch noch mal morgen ausführlich in der WAMS der Welt am Sonntag nachzulesen sind. Vielen Dank.
Ich danke.